So. Jawohl. Jetzt ist das so, wie ich es gerne hätte. Seht ihr, so sieht doch eine schöne zwergische Festung aus. Ich kapiere immer noch nur nicht, warum ich da keinen Block setzen kann. Da oben ist doch nichts im Weg. Ja gut, du kriegst noch zweimal eine Trainingsfigur spendiert. Nö, geht einfach irgendwie nicht. So. Oh, ach ja. Da steckt ja einer fest. Auf den hätte ich fast jetzt vergessen. Und unter ihm ist nochmal Eisen. Toller Schacht, den wir da gerade buddeln. Und wir können die Forscher verbessern. Juhu. Forge. Gut, verbessern wir mal unseren besten Forscher. Jetzt müssen die Forschungen einige schneller vorangehen. Das noch da bitte. Und da ist auch noch Eisen. Jo, hier ist wieder eine große Eisenader. Hä? Oh. Hallöchen. Hallöchen, Marmor. Das hier ist alles ein Stockwerk tiefer, also können wir da ruhig runterbuddeln. Und ja, ich buddel hier einfach alles so ein bisschen aus. Weil die Goblins hier sind jetzt eigentlich kein Problem. Oh. Das hier ist jedoch ein kleines Problem. Ich kann nicht einfach hier weiter buddeln, weil ich dann in den Raum rein buddel. Okay, das hat sich. Dann hat sich das hier relativiert. Meine Bergarbeiter haben. Achso, du bist da unten gefangen. Ich würde eigentlich sagen, meine Bergarbeiter haben jetzt zurzeit auch keinen Bock mehr, richtig? Ne? Dann buddel ich halt hier hin. Und hier das Turmalin noch ausbuddeln und hier das Gold ausbuddeln.
Ihr sollt vielleicht aufpassen, Gold. Weil hier ist zwar eine schöne, richtig fette Goldader, aber... meine Kapazitäten sind bald erreicht. Da wäre sogar Platin noch drunter. Also ja, ich bin hier in eine kleine Schatzgrube gestoßen. Was ich eigentlich schon mal nicht schlecht finde. Und guck mal, wir sind schon fast wieder bei einem Punkt angekommen. Und das dank unserem Superforscher hier. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Das hier werde ich ja wahrscheinlich nicht erforschen. Forschungsstationen. Koffein wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, ich gehe erstmal in die Offensivstrategien. Und ja, wir haben unser Goldlimit erreicht fürs Erste. Also erst Offensivstrategien, dann bessere Truhen und dann sehen wir ja weiter. Naja gut, ich könnte theoretisch... Was haben wir denn noch so an Truhen? Ich könnte eine große Holztruhe... Eine Holztruhe, eine große Holztruhe... hier hinstellen. Oder halt hier in die Ecke. Machen wir das einfach mal. So. Genau, die bringt uns nochmal 400 Lagerkapazität ein. Noch mehr Turmalin. Und noch mehr Turmalin. Ja, und ich denke, das, was wir da unten an Marmor rausholen können, dürfte reichen, um unsere Tische super abzugraden auf die höchste Stufe mal. Oh. Ach, jetzt habe ich von der Seite reingegraben. Wen habe ich gefunden? Den Ork-Häuptling. Ja, gut. Ork-Häuptling geht ja eigentlich. Jedenfalls mit den Truppen, die wir zurzeit haben. Was ich liebend gerne mal hätte, wäre eigentlich Titan. Das werde ich aber wahrscheinlich weiter in die Richtung finden. Also bevor wir uns mit dem Ork-Häuptling anlegen, erstmal die Offensivstrategie erforschen. Fände ich jetzt vorteilhafter. Genau die Offensivstrategie. Und noch mehr Turmalin abstauben, weil hier wirklich viel Turmalin ist. Hä?
Und hier ist Gold. Und ja, dann gehen wir mal aufs Ganze und buddeln uns in den Raum hier unten rein, um an um hier noch an das Marmor zu kommen. So. Dich befördern. Dich. Also du siehst wirklich wie ein richtig Professor. 129. Du siehst richtig wie ein professioneller Tisch aus, wollte ich gerade sagen. Ja, 129 zu 21. Das ist schon ein Unterschied. Wie viel machst du? Du machst 49, das ist auch ein Unterschied. So, wir sind wieder an unserem Goldmaximum. So. Offensivstrategien sind erforscht. Sag bloß, ich bin hier in dem Teleporter-Radius drin. So, dann bekämpft mal den Ork-Häuptling. Oh. Genau, mach den kaputt. Okay, ich habe gerade einen Fernkämpfer verloren. Er hatte ein Bruchstück des Artefakts, aber all diese Mühen sollten besser nicht vergebens sein. Ja, das verspreche ich. Nur mit diesem Ding habt ihr überhaupt eine Chance. Dieser Magikus, er ist ebenso gut aussehend wie mächtig. Und ich muss sagen, er ist wirklich ein sehr schöner Mann. Listen here. Na gut, ich werde euch einfach einmal glauben. Okay, wir haben einen Fernkämpfer verloren. Das ist kein Problem, den nachzuholen. Und am besten holen wir uns gleich noch einen zweiten Fernkämpfer. So. Gut. Das heißt, alle auf ihre Posten zurück. Ja, das ist halt das Problemchen, das Kleine, wenn sie die Fernkämpfer zuerst angreifen. So, dann holen wir uns jetzt das Marmor hier. Dadurch graben wir zwar in den einen Raum hier rein, aber ich hoffe mal, hier ist nichts garstig Böses drin. Ja, hier ist schön viel Marmor drunter. Nein, ist nichts Garstiges. Sind nur zwei einfache Goblins. Die ein bisschen Eisen bewachen. Das war jetzt nicht sehr produktiv, aber egal. Ich hol die Goblins mal einfach mal hoch. So, ich hatte eigentlich jetzt genug Titan, um einen von ihnen abzugraden.